Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, ist, ob eine chemische Reaktion abgelaufen ist oder nicht bei dem gerade beobachteten Versuch. Das kann man am leichtesten beantworten, indem man die beteiligten Stoffe vergleicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Edukte, also die Ausgangsstoffe der Reaktion an. Da habe ich zum einen das Eisenpulver. Das wurde mit Schwefelpulver vermischt und daraus hat sich dann dieses Eisen-Schwefel-Gemisch ergeben. Und am leichtesten kann ich beantworten, ob jetzt eine Reaktion stattgefunden hat oder nicht, indem ich die Eigenschaften dieser Stoffe vergleiche. Das heißt, ich habe jetzt auf der einen Seite Eisenpulver, Schwefelpulver und das Eisen-Schwefel-Gemisch, das sich dann daraus ergeben hat, als Ausgangsstoffe. Jetzt schauen wir uns mal die Farbe von Eisenpulver an. Eisen ist grau, Schwefel ist charakteristisch gelb und dieses Gemisch, ja, ich würde sagen, ist hellgrau. Eine weitere Eigenschaft, die man gut testen kann, ist das Verhalten gegenüber einer Säure. Wenn ich auf Eisenpulver eine Säure tropfe, dann kann man einen leichten Geruch wahrnehmen. Bei Schwefel nahezu kein Geruch und bei dem Eisen-Schwefel-Gemisch, weil da ja Eisen enthalten ist natürlich, ebenfalls einen leichten Geruch. Um jetzt beantworten zu können, ob sich diese Stoffe jetzt irgendwie vereinigt haben oder miteinander reagiert haben, muss man die Edukte jetzt allerdings mit den Produkten vergleichen. Das heißt mit den Endstoffen, die jetzt nach dem Ablauf der Reaktion entstanden sind. Wenn dieser Stoff, der entstanden ist, abgekühlt ist, sieht er so aus. Das heißt, es ist ein Feststoff, ebenfalls wie Eisen und Schwefel, die beide Feststoffe sind. Der ist schwarz-bläulich, würde ich sagen. Und das Interessante ist jetzt, der Geruch gegenüber einer Säure ist sehr stark und ist der von faulen Eiern. Das heißt, es ist jetzt eigentlich der Beweis, dass jetzt hier eine chemische Reaktion abgelaufen ist. Eisen und Schwefel haben sich zu Eisensulfid vereinigt. Und das kann ich dadurch begründen, dass hier ein neuer Stoff entstanden ist mit neuen Eigenschaften. Vorher war das ein hellgraues Gemisch, das ist danach schwarz geworden und es hat leicht gerochen, wenn man es mit einer Säure versetzt hat und danach ist ein sehr starker Geruch entstanden. Also habe ich dadurch bewiesen, hier ist eine chemische Reaktion, eine Synthese, weil sich Eisen und Schwefel zu einem neuen Stoff vereinigt haben, abgelaufen.